So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Hinter mir ist ein Baum. An diesem Baum habe ich letztens eine Tasche befestigt. Was es mit der Tasche auf sich hat, auf jeden Fall ist die Tasche weg. Was es damit auf sich hat, das werdet ihr in einem anderen Video erfahren. Ich weiß gerade gar nicht wo. Das war, glaube ich, im Krypto-Regirock-Video habe ich eine Tasche gefunden, habe die hierher gehangen. Jetzt ist aber so viel anderes passiert, was wichtiger ist als Krypto-Regirock, sodass dieses Video wahrscheinlich online kommt, bevor das Krypto-Regirock-Video online kommt. Aber im Krypto-Regirock-Video seht ihr, was ich meine, weil jetzt ist es ja nicht mehr da, also kann ich es euch nicht zeigen. Es gibt aber ein neues Feature in Pokémon Go, das ist diese Routenplaner-Funktion. Das wurde ja schon tausendmal angekündigt und irgendwo immer in den Data Mines gefunden, neue Sachen zu Routen planen, dass man irgendwie Routen erstellt, abspeichert, die zur Verfügung stellt. Andere können über das Routen-Feature, wenn die in der Nähe sind, Routen, vorgefertigte Routen, die andere Spieler gemacht haben, aufrufen und ablaufen. Dafür gibt es dann auch irgendwie eine Medaille und irgendeinen Fortschritt oder so. Ganz genau, was das ist, weiß ich nicht. Jetzt ist aber so ein Early Access verfügbar. Ein paar Leute, ein paar Spieler haben Zugriff auf dieses Routen-Feature. Ich habe gesehen, bei mir ist es auch verfügbar. Und ich möchte mir das jetzt mal angucken, was das genau ist, wie das abläuft, wie man so eine Route erstellt, wie man die dann selber ablaufen muss, ob man da gleich eine Medaille kriegt oder irgendwas. Und dazu suche ich mir jetzt erstmal einen Platz, wo ich mich setzen kann, wo die Sonne nicht so knallt, dass wir mal die App starten. So, ich sitze jetzt hier. Ihr seht meinen Spielebildschirm neben mir eingeblendet, hoffentlich. Wir gehen jetzt mal hier aufs Profil, scrollen mal ein Stück runter und unter den Eiern vor den Arena-Orden seht ihr jetzt neue Route erstellen. Also ihr werdet das vielleicht nicht sehen, manche werden es sehen, manche werden es nicht sehen. Ist wie gesagt wahrscheinlich jetzt hier Early Access oder so. Vielleicht bis das Video online kommt, hat das schon wieder jeder. You haven't earned any route badges. Erstellte Routen. Du hast keine Routen erstellt. Neue Route erstellen. Da drückt man jetzt mal drauf. Wähle einen Pokestop als Startpunkt für deine Route. Gehe zu diesem Pokestop, um mit der Aufzeichnung deiner Route zu beginnen. Ja, das wäre zu einfach, wenn wir hier starten, wo wir sind. Ich drücke jetzt mal den oberen hier an. Dat Spielplatz am Kiljansberg nehme als Startpunkt der Route. Wähle einen Pokestop als Zielpunkt für deine Route. Gehe zu diesem Pokestop, um die Routenaufzeichnung zu beenden. Du kannst den Zielpunkt während der Aufzeichnung ändern. So, jetzt soll ich einen Zielpunkt nennen. Wir könnten einfach hier runter, wir können da rüber, wir können den ganz weiten Weg da lang laufen. Da ist nämlich eine Arena und alles. Wir laufen einfach jetzt mal hier hinten lang und nehmen das Graffiti Safe als Zielpunkt. Startpunkt, Zielpunkt ist gesetzt. Kann man da noch reinzoomen, rauszoomen? Nee, kann man nicht. Bestätigen und loslegen. Jetzt ist das also mein Startpunkt und hier hinten irgendwo ist mein Zielpunkt. Jetzt müssen wir aber irgendwie davor laufen, beziehungsweise man sieht den ja schon hier. Ich muss mal kurz mein Handy einstecken, mein anderes. Lauf jetzt einfach mal dahin, nehme euch in die Hand, dann schauen wir mal kurz, was passiert, wenn wir jetzt einfach hier drin zu diesem Stop laufen. Muss man den dann drehen, muss man da sonst was machen? Ich habe keine Ahnung. Laufen wir jetzt einfach hier hin. Der ist ja direkt neben uns. Du bist in der Nähe des von dir gewählten Startpunktes. Bist du bereit, den Pfad deiner Route aufzuzeichnen? Wenn du noch nicht bereit für die Aufzeichnung bist, kannst du die Routenerstellung pausieren und sie später in deinem Trainerprofil und der Route fortsetzen. Ja, Aufzeichnung gestartet. Und jetzt müssen wir einmal hier raus und dann an der Arena vorbei, da hinten, darüber und ach, keine Ahnung. Wir laufen einfach an dem Stop noch vorbei, den können wir gleich mal drehen. Den können wir theoretisch auch mal drehen. Und suchen uns jetzt den da hinten an der Arena vorbei. Bis gleich. So, anstatt jetzt hier oben einfach links zu laufen, den Berg hoch, laufe ich jetzt trotzdem mal hier rechts rüber, wo noch der Stop ist. Ihr seht, hinter mir ist eine blaue Linie gezogen. Und ja, theoretisch könnte ich sogar hier unten an der blauen Arena vorbei, an der roten Arena vorbei. Wir lassen also die rote Arena weg und laufen das Stück hier unten ab. Komme ich hier schon ran? Hier komme ich auch ran. Wunderbar. So, wir sind jetzt hier an der Arena angelangt.
Das ist die Futuristic Sculpture, die drehen wir jetzt einmal. Die lässt sich nicht drehen. Hey, die ist schon gedreht. Stehe ich nicht. Na gut, wir könnten jetzt geradeaus weiterlaufen, nämlich in diese Richtung. Hier ist die Arena, da könnte man weiterlaufen. Wir laufen aber jetzt hier runter und machen einen kleinen Bogen außenrum, denn wir möchten ja zur Roden Arena noch den Stop mitnehmen und dann diesen Bogen hinten wieder hochlaufen. So, jetzt geht auch noch ein Ei auf, ein 2-Kilometer-Ei. Das lassen wir mal kurz schlüpfen. Ist ein Stern, du. Dann möchte ich euch mal hier an der Wand was zeigen. Jetzt mal ein Ei wieder reinlegen. So, hier ist eine Arena, hier ist auch ein Stop. Und dieses Wandbild möchte ich euch zeigen. Da hängen nämlich Dokumente an einer Angel. Und da sitzt einer auf Stahlträger und lässt die Dokumente hier runter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt. Sieht auf jeden Fall genial aus. Das ist, glaube ich, der Fassadenangler. Ne, warte mal. Der Formularfischer. Das klingt ja viel besser. Der Formularfischer. Nicht der Fassadenangler, weil das klingt wieder komisch. So, und hier der freundliche Beamte. Ist auch ein super genialer Pogestop. Den können wir euch auch gleich nochmal zeigen. Und währenddessen fangen wir hier dieses Tangela. 1700 WP. Einfach fabelhaft getroffen. Den nehmen wir mit. Finde ich gut. Sieht alles schön aus. Ja, wurde schon alles eingereicht. Kann man leider nichts mehr mitnehmen. Wir werden noch mal kurz das Tangela. 1500 habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Und das ist jetzt der Stop. So sieht er aus hier. Welcome. Guck dir das an. www.emanuelkli.de. Die klebrigen Banditen kennt ihr vielleicht noch. Erinnert mich, wenn ich die Handschuhe sehe. Ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Wir laufen jetzt aber hier vorne weiter, müssen ja dann links da hinten hoch, um die Route zu beenden. So kann man also, wenn man in der Nähe ist, sagen, ich tippe mal diese Route an, die der Typ da erstellt hat, und dann komme ich auch am Fassadenfischer, an dem Typ mit der Angel vorbei. So, das sieht natürlich alles sehr einladend aus hier, wenn man hier steht. Hier geht es nämlich den Berg hoch, da stehen lauter Autos, da ist irgendwie alles Fabrikgelände und so Zeug. Hier geht's rein, da bin ich letztens bei dem einen Stream durchgelaufen, das sah total abgefuckt aus. Aber wir verfolgen die Route weiter, haben neben uns hier noch einen Pogestop, Spielplatz am Steingraben. Da können wir also auch noch lang laufen. Den erwischen wir wahrscheinlich nicht mehr. Spielplatz Jerusalemer Berg. Sind wir, denke ich mal, zu weit weg, aber laufen oben links rum und dann sind wir schon am Ziel angekommen. Oh, ein Kommandutan, den es ja dann auch bei den Go-Festen, die jetzt kommen, in Shiny gibt, beziehungsweise als Shiny released wird. Bauer und Koch Immobilien zu vermieten ist drin. So, ich dachte zwar, es funktioniert nicht, aber wir konnten den Stop doch noch drehen. Hinter uns seht ihr, der ist auch mit dabei. Jetzt haben wir nur noch vor uns den. Da sitzt noch ein Sneebel. Da muss ich eigentlich noch ein paar mitnehmen. Ah. Route Creation asks Submit. Submit. Wenn du deine Route verlängern möchtest, kannst du die Aufnahme fortsetzen und später zu diesem Pogestop zurückkehren. Yes. I'm done. Oder continue recording. Wir sind jetzt aber fertig. Wir stehen hier in der prallen Sonne. Müssen wir hier rüberlaufen. Was wenigstens ein bisschen schattig ist. Ja gut, Schatten sieht doof aus. Ich hänge euch jetzt einfach mal hier an den Zaun. So, Hälfte Schatten, Hälfte Sonne. Das muss schon irgendwie klar gehen. Add route information. The next step is naming and describing your route. It might take a few minutes to write a relevant description and help speed up the approval process. Don't worry, your progress will be saved if you exit. Machen wir mal right now den Namen der Route angeben. So, querbeet. Candice Route be traversed in reserve. Also kann man die auch wahrscheinlich von hinten angehen und falsch rumlaufen? Ja.
Willst du deinen Trainerspitznamen in der Routenbeschreibung anzeigen? Dieser wird für andere Trainer sichtbar sein. Ja. Add Route Description. Füge bis zu 5 Routentexte hinzu. Optional, braucht man nicht. Besuchen Sie den Formular Fischer XD Sir. Optional braucht man nichts, machen einfach weiter. Also Tags könnte man auch noch eingeben. Hier gibt es noch Ordnererstellung, Foto, Color. Das ist der Zielpunkt, das ist der Startpunkt. Ich nehme jetzt einfach den Zielpunkt. Eigentlich hätte ich den Formularfischer als Zielpunkt nehmen müssen, um einfach dahin zu laufen. Wir nehmen jetzt einfach das, gehen wir hier drüben auf Color, machen noch, oh, hier kannst du Farben auswählen. Irgendwie sieht das cool aus mit dem Lila, aber weil wir gelb sind, machen wir einfach gelb. So. Querbeet, besuchen Sie den Formularfischer. Badges. Verstehe ich nicht. Das ist normal, das ist Bronze, Silber, Gold. Also je mehr Leute diese Route ablaufen, desto mehr ist dein Fortschritt davon dann gesteigert oder wie? Das heißt, du musst Routen erstellen, in der Hoffnung, dass andere diese Routen sehen, diese Routen ablaufen, damit immer, wenn jemand eine Route abläuft, dein Fortschritt von der Route gesteigert wird und du Medaillen über die Badges verdienst. Na, das ist ja bescheuert. Congrats, you have successfully submitted your route. Once it's been reviewed, it will show in your route maker page. Okay, jetzt gehe ich nochmal da drauf und dann sehe ich was. Erstellte Routen, Querbeet ist auf jeden Fall da. Wenn du da drauf gehst, kannst du noch nichts auswählen. Steht einfach nur da, under review. Das ist das Routenfeature. Wenn ihr das Routenfeature auch habt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr auch schon eine Route erstellt? Wie findet ihr das? Braucht man das? Ist das nützlich? Ist das nötig? Ich muss jetzt den Weg wieder zurückfinden. Ja. Und weil es brandneu ist, schmeiße ich das einfach heute am Donnerstag 15 Uhr auf YouTube, obwohl ich heute eigentlich die Rokora-Forschung machen wollte, zeigen wollte, obwohl ich Regirock noch da habe, obwohl ich noch was mit Mewtwo und Frustration machen muss. Hau mal halt heute das Routenfeature raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und checkt mal hier diese ganzen Graffiti-Wände, denen du vorbeiläufst. Die Sonne brennt. Peace out, Vorhaut.